Herzlich willkommen und sportfrei. Auf zur nächsten Einheit, ganz spezifisch den Schultergürtel. Das letzte Mal haben wir ja schon angedeutet, dass heute die Übung gezeigt wird, die sehr, sehr effektiv für die Brustmuskulatur ist und damit Disbalancen im Schulter-Nackenbereich sehr gut auflösen kann. Wir beginnen aber mit einer guten Vorbereitung und werden diese so ein bisschen staffeln. Die ein bisschen einfachen Bewegungsabläufe oder vielleicht für die, die sehr rhythmisch veranlagt sind, mit meiner Kollegin ja, ein bisschen komplizierteren Bewegungsablauf. Wir beginnen aus den Beinen heraus. Und zwar machen wir eine Wechselbewegung aus den Unterschenkeln, aus dem Sprunggelenk heraus und versuchen nachher im Ablauf den Schultergürtel dazu zu kombinieren. Und zwar im Wechsel. Das muss nicht unbedingt der Wechsel sein, das ist nicht so schlimm. Aber uns geht es darum, nicht einfach eine Dehnungsübung oder Kräftigungsübung zu zeigen, ohne eine korrekte Vorerwärmung. Wir sehen das sehr häufig, dass bei uns Verletzungen anlangen von Leuten, die sagen, Mensch, ich habe eine Kräftigungsübung, eine Dehnungsübung zu Hause gemacht und habe mich im Schultergelenk verletzt. Und dann ist die Frage immer, hast du dich ein bisschen vorerwärmt vorher? Dann kommt natürlich, ah, ich hatte keine Zeit, das ging nicht und ich wusste nicht, was ich machen soll und habe einfach nur die Dehnungsübung gemacht. Also bitte schaut, dass ihr immer eine gute Erwärmung mit dazu packt. So auch hier. Wir arbeiten jetzt im Wechsel mit den Schultern nach hinten. Und ihr könnt das machen wie meine Kollegin, etwas rhythmischer, ausgeglichener von dem Schultergürtel her. Oder ihr versucht einfach aus der Beinbewegung heraus die Fersen zu heben wechselseitig und dazu die Arme nicht in einen bestimmten Rhythmus einzubeziehen. Was auch geht, wenn ihr nicht wechselseitig mit den Füßen arbeiten könnt, könnt ihr auch das Ganze parallel machen und vielleicht auch parallel mit den Schultern nach hinten kreisen. Manchmal ist das ein bisschen einfacher. Wichtig ist ja nur, dass wir den Körper auf eine gewisse Betriebstemperatur bringen und genau die Zonen vorbereiten, die wir auch im Nachhinein trainieren wollen. Der Schultergürtel ist dabei, unsere Hauptzone heute, und die Beine sind deshalb dabei, weil die Beinmuskulatur eine große Muskulatur ist und damit auch die Körpertemperatur erhöhen kann. Wir stoppen die Bewegung, nehmen gleich die Hände hinter das Becken und ziehen die Schultern aktiv nach hinten. Wir stoppen die Bewegung ab, korrigieren einmal natürlich unsere Haltung. Schaut bitte zu den Füßen. Nehmt die Arme locker seitlich, sinkt einmal zusammen und rollt langsam vom Becken über den Schultergürtel auf, kreist mit den Schultern nach hinten und senkt die Schultern ab. Auf geht's zu unserer spezifischen Übung heute. Wir gehen wieder in Bauchlage. Und zwar, die Übung ist zweiseitig. Erst die eine, dann die andere Seite. Vielleicht im Vorfeld, der Arm ist nachher in Seithalte. Der effektivste Winkel für die Brustmuskulatur ist, wenn die Hand über Schulterhöhe orientiert ist. Das hat einfach was mit dem Hauptzug auch der Brustmuskulatur zu tun, die ja die stärkste im Schultergürtel ist und auch die, die den Schultergürtel nach vorn zieht und damit eben die Schulter-Nackenprobleme provoziert. Also, wir gehen in Bauchlage. Der Arm liegt seitlich, handbreit über Schulterhöhe. Jetzt schauen wir von dem Arm weg. Die andere Hand hilft, drückt etwas mit in den Boden. Dehnt ihr jetzt gerade den linken Arm, dann schaut ihr nach rechts. Dehnt ihr den rechten Arm, dann schaut ihr nach links. Wir drehen uns langsam von dem abgespreizten Arm weg und schlagen auch das obere Bein in dem Moment mit über das untere. Damit erlangen wir eine höhere Kraft, die am Schultergürtel wirkt und können auch über die Beinposition so ein bisschen die Kraft steuern. Versucht bitte, den Arm gestreckt zu halten. Die Hand liegt durchweg am Boden. Versucht vorsichtig noch ein klein wenig zuzugeben. Und ihr wisst ja auch, dass wir immer versuchen, die Hände mit in die Dehnung einzubeziehen. Deswegen versucht mal, zusätzlich die Finger vom Boden wegzuziehen und wieder aufzulösen, also eine Bewegung der Hände zu machen. Wir mobilisieren damit die Nervenbahnen,
dir häufig den ganzen Tag über eher eine statische Position ansteuern muss. Unser Körper ist aber hier für was anderes ausgelegt. Achtung jetzt, bevor wir diese Übung stoppen, noch eine Erläuterung. Wir gehen gleich in Bauchlage und ziehen den zu dehnenden Arm in Richtung Decke. Achtung, wir stoppen die Bewegung, drehen uns in Bauchlage und ziehen gleich den Arm zur Decke, den wir gerade gedehnt haben. Regulieren noch etwas weiter nach, klappen die Finger nach hinten, noch etwas höher und die Finger nach hinten. Lösen auf und wechseln die Seite. Der andere Arm ist dran. Schaut bitte mal zu eurer Hand, dass diese wirklich leicht über Schulterhöhe ist. Wir drehen uns weg von den zu dehnenden Arm. Der Arm bleibt fest am Boden. Wir nehmen das obere Bein zu Hilfe, schlagen es nach hinten. Bauen die Dehnung noch etwas auf. Das heißt, spürt ihr, da geht noch etwas. Dreht euch noch ein klein wenig mehr weg von dem Arm. Bezieht die Hände wieder mit ein. Das heißt, wir ziehen die Finger nach oben. Können auch wieder etwas absinken lassen. Heben wieder und senken ab. Heben wieder und senken ab. Heben wieder, senken ab. Macht bitte weiter und denkt daran, wenn wir nachher die Übung abstoppen, drehen wir uns in Bauchlage zurück und heben den jetzt gedehnten Arm in Richtung Decke. Achtung, wir stoppen, drehen uns in Bauchlage zurück, heben den Arm vom Boden weg, halten oben, halten, klappen die Hände mit nach hinten, ziehen die Hand höher, ziehen die Hand höher, ziehen die Hand höher und lösen langsam auf. Und schon sind wir auch in unserer Ausgangsposition für das Rückentraining. Die vorgedehnte Schulter ist da natürlich hilfreich. Wir beginnen diagonal zu arbeiten. Und zwar nehmen wir heute nicht den rechten Arm gestreckt nach vorn, sondern einem rechten Winkel seitlich, legen den Kopf auf den linken Unterarm ab und kombinieren den rechten angewinkelten Arm mit dem linken Bein. Wir beginnen. Wir heben und senken ab. Durch die verschiedenen Positionen des Armes könnt ihr auch verschiedene Muskulaturen beanspruchen. Wenn ihr merkt, dass diese Übung zu schwer ist, legt Arm und Bein kurz ab und hebt wieder. Wenn ihr diese Übung als eher leicht empfindet, dann bleibt in der Schwebe und versucht die Bewegung nach oben immer höher auszuführen. Wichtig dabei ist, die ganze Zeit über bleibt die Lendenwirbelsäule stabil, kippt also nicht ins Hohlkreuz. Wir spannen den Bauch an und führen die Kombination zwischen Arm- und Beinbewegung aus. Noch viermal. Noch dreimal. Noch zweimal. Und das letzte Mal. Wir lösen auf, wechseln gleich die Seite. Der linke Arm mit dem rechten Bein. Wir beginnen. Wir heben, senken ab. Heben und senken ab. Heben, senken ab. Heben. Genau. Auch hier gilt. Spürt ihr, dass es zu schwer ist, legt Arm und Bein unten ab und hebt wieder. Und für die Fortgeschrittenen unter euch könnt ihr den Arm und das Bein schweben lassen. Versucht immer höher zu ziehen, um die Bewegungsamplitude, die euer Schultergürtel hat, auch wirklich auszunutzen. Halte durch, atme durch. Zwei Wiederholungen noch, dann sind wir auf derselben Anzahl. Noch eine Wiederholung und wir lösen langsam auf, legen ab. Zum Abschluss der heutigen Einheit dehnen wir kurz die Bauchmuskulatur mit. Wir stützen uns erstmal auf den Unterarmstütz und kombinieren nachher eine Übung, die diese Dehnung verstärkt, aber den Rücken auch nochmal mit im Visier hat. Wir legen beide Hände auf, drücken den Oberkörper noch etwas mehr nach oben,
bleiben kurz in der Position. Achtung jetzt, wir lösen auf. Ziehen aus eigener Kraft den Oberkörper nach oben. Die Arme gehen gestreckt nach vorn. Die Blickrichtung ist senkrecht nach unten gerichtet. Der Oberkörper ist stabil. Das Signal ans Gehirn, die Arme gehen nach hinten und wieder nach vorn. Wir signalisieren also eine stabile Wirbelsäule, eine gute Mobilisation in dieser Zone und frei bewegliche Arme. Fließende Bewegungen nach hinten und vorn. Klasse, einmal noch nach vorn, nach hinten und wir lösen auf und legen ab. Wir sind am Ende unserer heutigen Einheit angelangt. Unser Ziel war es, euch zu zeigen, dass mit einer guten Vordehnung der Brustmuskulatur auch der Rücken effektiver zu trainieren ist. Pickt euch doch die ein oder andere Dehnungsübung für die Brustmuskulatur heraus und packt dazu eine Rückenübung. Hängt das einfach in Anschluss an unsere heutige Einheit und ihr habt ein effektives Training für den oberen Rücken und den Schultergürtel. Packt eine Lieblingsübung für den Bauch dazu und schon ist weitaus mehr in den Übungen mit dabei. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Dort werden wir euch eine sehr, sehr schwere gymnastische Übung für den oberen Rückenbereich zeigen. Freut euch drauf. Wir sehen uns wieder, TV Westsachsen, gemeinsam mit dem Sportpark Zwickau-Glauchau-Meerane. Bis bald.